Du wirst nächsten Februar wirst du zarte 80 Jahre alt und ja. Du hast gesagt, dass der Mann, der dir gegenüber sitzt, dass er ist ein absolutes Vorbild. Mensch, Dieter, wie machst du das? Ja, also die große Acht steht vor mir und das schmerzt am Anfang, nicht? Finde ich nicht. Okay, im gut. Gegenteil, also bei dir nicht, aber das haben wir schon mal geschafft. Was ist jetzt ja, noch ja. drin? Ja, danach ist. Und ich möchte auch Evi grüßen. Also sie hat momentan eine merkwürdige Hautkrankheit, aber das vergeht. Und wir wissen ja alle in unserem Alter, ne, keiner ist von diesen Dingen befreit. Oder bist du, Dieter, bist du frei von also, allen man Krankheiten? Man muss es immer so sehen. Man muss nicht barmen über die paar Zipperlein, die man hat, sondern sich freuen an den 92,5%, die noch gut funktionieren. Du hast ja recht. Genau. Ihr zwei, sag mal, ihr habt doch früher... Ihr habt doch früher auch zusammen viele Sketche gespielt, natürlich, oder irre ich mich, oder? Ich weiß, der Biersketch war sehr spannend. Ja, war eine sehr schöne Zeit, ja. Ja, wirklich. Biersketch? Also, was für ein Biersketch? Naja, also irgendwie war ein Sketch, da hat er mir ab und zu mal ein Bierglas über den Kopf gegossen und hat sich entschuldigt, nicht? Weißt du noch? Und ja, ich würde den Witz aber jetzt nicht erzählen, weil das ist ein bisschen zu lang. Okay. Wenn Sie jetzt gut vorbereitet werden, hätten Sie einfach zur Einspielung hier. Nein, das war nächstes Mal, wenn du 90 wirst. Ja, es war da eine sehr angenehme Arbeit. Und Dieter ist absolut Profi. Nicht? Also ein Gedächtnis wie ein, ich weiß nicht, wie ein Computer. Und er ist wirklich auch so tough auf der Bühne und so hinterher. Und er bemerkt alles. Nicht? Zander, du warst zu spät. Okay, entschuldige, Dieter. Und das, also er ist ein Vorbild, muss ich sagen. Und ich möchte auch irgendwann, da bist du aber schon etwas älter, wenn ich 86 bin, bis 86, oder? Ja, ja, ich strebe jetzt gerade die 87 an. Aber meine Ziele gingen noch weiter. Und ich habe also, muss ich sagen, das muss man erstmal machen. Es war eine schöne Zusammenarbeit, genau mit Sascha. Und ich bin ja nun mal so ein Puppenliebhaber, die auch selber gebastelt damals, weißt du, 6 Puppen, hab dann einen Hörsturz gekriegt, weil es war zu viel Arbeit. Aber er mit seiner Puppe, also das hat mir schon viel gegeben. Und du als Mensch. Danke. Sag mal, was ist geworden aus deiner Wohnung? Du solltest doch da ausziehen. Habt das geschafft, dass er drin bleiben dürft? Okay, ich glaube, das war etwas, was wir nicht so vertiefen wollten, eine oder? Eine ganz dunkle Thema. Geschichte. Ja. Aber jetzt gute Nachrichten, oder nicht? Ja, erstmal. Okay, gut. Aber ich möchte darüber jetzt auch nicht so viel reden, nee. Weil in München sitzen 6 Rechtsanwälte und schreiben dann jedes bisschen auf, was ich hier sage. Also halte ich lieber die Fresse. Ja. Und trink darauf ein Bier. Also ich denke mal, wir machen weiter in unserem Gewerbe. Das ist natürlich das schönste Gewerbe der Welt, Leute zum Lachen zu bringen und auf der Bühne. Jetzt habe ich gehört, du auch gesangsmäßig. Ja, da kommen wir also, gleich noch. Da kommen wir gleich. Und vor allem hören wir gleich auch noch was. Ja. Darf ich bitte? Ja, bitte. Ich habe gehört, dass du nächste Woche einen Scheck über 30.000 Euro übergibst. Ja. Wie ist das Geld zusammengekommen? Na, wir haben ein Konto bei der Diakonie, wo wir nicht ran dürfen. Das ist nur für die armen Menschen da. Und das. Wir müssen das auch mal lernen langsam. Meine Frau sagt: Und was ist mit meinem Nachthemd? Und ich sage: Nein, Evi, warte. Also wir dürfen da nicht ran und wir überreichen, wenn du Lust hast, vorbeizukommen, überreichen wir, warte mal, ich hab das aufgeschrieben, siehst du, das ist nicht genau, ihr zeigt mein Bier. Das ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil das ist ja eine edle Tat. Genau, und diesen Scheck überreichen wir. Und an wen überreicht er den? Ja, an die Caritas. Caritas besorgt, Dankeschön, dass mir mein Gedächtnis ist nicht so wieder... Man weiß, wohin es geht. Ja, nee, also... So, also... Kim, du merkst ja, wenn er nicht gebraucht wird. Ich freue mich. Nee. Weißt du, ganz früher waren wir ja auch mal zu dritt bei Riverboat. Also genau. Herr Hallervorden, gerne. Hallervorden, ne? Wenn Sie freitags noch was vorhaben, sehr gerne hier mit uns zusammen. Ja, natürlich. Apropos. So, also. Erzähl. Ach so. Ja, an die Caritas. Und die finanzieren damit einen Suppenbus also, und natürlich den Foodtruck. Das kostet ja Geld. Immerhin sind wir dann... 7 Tage unterwegs und der soll ja auch über die Weihnachtsfeiertage funktionieren. Also das Geld ist richtig gut angelegt.
sagen wir mal. Sehr schön. Dieter Hallervorden ist bei uns. Und Dieter Hallervorden, Sie sind vorhin zu mir gekommen und haben gesagt, seien Sie bitte ein bisschen nett zu mir. Ja, natürlich, klar. Ich bin an sich hierher gekommen, weil ich 90 lustige Minuten erleben wollte und ich hoffe, wir beide tragen jetzt dazu bei. Das hoffe ich auch. Seien Geht Sie natürlich aber auch nur mit Ihrer Hilfe. Mal sehen, wie Sie diesen Übergang von Nacktanz und Zahnpulver jetzt zu mir hinbekommen. Naja, sagen wir mal so, es wäre vielleicht, das mit dem Zahnpulver wäre vielleicht ein neuer Bereich für Sie. Und so ist es ja mit der Musik, glaube ich, auch. Sie sagen ja von sich, dass Sie tatsächlich mit Ihren 86 Jahren da auf dem Gebiet ein Newcomer sind, weil Sie jetzt Ihr erstes Album rausgebracht haben. Sind Sie da jetzt nervöser als mit allen anderen, was Sie ja wirklich schon ein paar Jahre mehr machen? Nee. Nervös überhaupt nicht. Also es hat ja an sich damit angefangen, dass ich durch diese parasitäre Pandemie auf der Bühne nicht mehr auftreten konnte. Und ich dachte ja, ich habe trotzdem so einen Aktivitätsdrang. Ich meine, mir muss ja immer ein bisschen was los sein. Ich dachte, naja, du gehst ins Studio und singst mal ein bisschen. Ich habe ein super Triumvirat, haben wir gebildet, mit einem sehr guten Komponisten und einem Texter, der mich beraten hat. Und das war zu Anfang einfach ein Hobbyprojekt. Dass daraus wirklich mal ein Album werden würde, stand absolut in den Sternen. Das war gar nicht unsere Absicht. Gut, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Und es ist so schön, dass es sich gelohnt hat. Aber wie gesagt, es war eigentlich mehr Hobby. War das denn mal so ein Jugendtraum? Also Sie waren ja als Jugendlicher, glaube ich, waren Sie ja immer eine Rockband. Oder waren zumindest... Ja, aber ich habe das immer gemacht, weil für den Hausgebrauch im Keller quasi für Freunde und Verwandte, das wäre niemals, hätte es ausgereicht, um das beruflich zu betreiben. Na, ich bin mit Herz und Leib und Seele bin ich Schauspieler. Ich schätze auch besonders die Arbeit auf der Bühne, weil die Bühne ist natürlich die Keimzelle unseres Berufs, alles andere ist später durch Technik dazugekommen. Und ich finde, in dem Moment, wo das Wort dem Mund entfleucht, muss es gelten und man muss es nicht dreimal wiederholen dürfen, wie es beim Fernsehen ist. Man muss nicht alles in Einzelabteilungen unterteilen, sondern der große Bogen muss stimmen. Man muss die Leute in seinen Bann ziehen und zwar nicht bis zur dritten Reihe, sondern bis zur 33. Wenn das Theater nur 33 Reihen hat, sonst eben noch mehr. Und ja, das macht mir einfach Spaß, die Reaktion des Publikums unmittelbar zu haben. Und vor allen Dingen auch chronologisch arbeiten zu können, was ja bei Fernsehen und Film natürlich nicht möglich ist. Und das ist, ich finde, ziemlich rockig geworden, das Album. Und auch wirklich sehr aufwendig produziert. Also dafür, dass das mal, ich gehe mal eben ins Studio und singe mal was, ist das ziemlich, wie gesagt, also sehr aufwendig produziert. Ich bin ja von Herzen aus wirklich Rocker. Ich liebe Rockmusik und ich habe Gott sei Dank beim Komponisten auch offene Türen einrennen dürfen, weil ich wollte es schnell haben, ich wollte es rockig haben. Es durfte auch mal etwas balladenmäßig sein, da haben wir ein Beispiel drin. Aber ansonsten wollte ich gerne ein schnelles Tempo haben. Und er hat mich natürlich gefordert. Wir haben wirklich 2-3 Studios in Schutt und Asche gesungen. Ich habe mehrere Tontechniker in den Wahnsinn getrieben, weil ich auch so ein bisschen perfektionistisch bin. Ich wollte dann schon gerne das Beste vom Besten, soweit es meine kleinen Möglichkeiten hergeben, herausholen. Und ja, zum Schluss waren wir alle eigentlich ganz zufrieden. Also, das ist aber nicht so wichtig. Wichtiger ist natürlich, dass die Zuhörer zufrieden sind. Die Leute, die es mal sich anhören sollen. Und da ist bisher die Botschaft ganz gut. Wir standen heute bei Pop Rocky auf Platz 13 als 86er Newcomer. Ja, ja, das läuft wirklich ganz gut. Ich bin ein Typ, der immer sagt, mein Motto ist, immer mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen. Das heißt also, mich haut so schnell nichts um. Ich verfolge meine Ziele mit Inbrunst und zwar gegen alle Widerstände und egal, was ein Mainstream sagt, in dem Punkt, wo ich hin will. Und das habe ich mehrmals bewiesen in meinem Leben, auch beruflich. Und das tut einem gut, wenn man sich nicht verbiegen lässt. Da gibt es auch den, genau. Ja. Da gibt es ja auch das Lied Hallervorden, das genau das ja beschreibt. Das Lied Hallervorden, also das Lied vom Nie aufgeben. Also ich meine, Sie waren ja auch jemand, der von einer Schauspielschule, bei der Schauspielschule nicht aufgenommen worden ist, weil angeblich mangels Begabung. Aber Sie haben sich davon nie unterkriegen lassen. Also dieses nie aufgeben, ist das jetzt wiederum bei Ihrem Vater, wenn der sagt, aufgeben ist mir fremd. Das hat er ja, glaube ich, als sein Lebensmotto gesehen.
Mein Vater ist vom Schicksal sehr gebeutelt worden, gesundheitlich und so weiter. Und der war für mich ein Vorbild als Kämpfer. Der hat sich niemals beschwert. Der hat einfach gezeigt, ich will und ich kann. Und der hat mir damals, gab es ja noch so Poesiealben, jedenfalls in meiner Kindheit. Und da hat er mir reingeschrieben, ich will, das Wort ist mächtig, spricht's einer leis und still. Die Sterne holt vom Himmel das kleine Wort, ich will. Gut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber da ist unheimlich viel Wahrheit drin. Jedenfalls für mich ist es so, dass mir das irgendwie zum Lebensmotto geworden ist, neben dem, was ich gerade schon erzählte. Es hat mir gut getan, mich daran zu halten, zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, guck erst mal am Ende deiner Arme nach. Nämlich sich selbst helfen, nicht auf andere Hilfe hoffen. Und Gott, ich meine, ich habe ja immer bewiesen, also als 25-jähriger Nobody habe ich die Wühlmäuse gegründet, Kabaretttheater die Wühlmäuse. Es existiert jetzt mit guter Gesundheit im 61. Jahr in unserer schnelllebigen Zeit. Da kann der Spielplan ja so schlecht nicht gewesen sein. Und vor 12 Jahren das Schlossparktheater, ne? Ich habe wegen des starken Applauses, den ich sehr zu schätzen weiß, nicht und verstanden, was Sie gesagt haben. Seit 12 Jahren das Schlossparktheater. Ja, vor etwa 13, 14 Jahren habe ich das Schlossparktheater mit eigenem Geld wieder aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Bin ich ganz froh und stolz drauf, weil das war mein Herzensprojekt. Ich habe als Schauspielschüler alle großen Inszenierungen dort im Schlossparktheater gesehen. Und das ist quasi wie mein viertes Kind. Das ist also... Ich arbeite unheimlich gerne dort. Es ist sehr schwer, gerade in dieser Zeit, beide Theater über die Runden zu retten. Aber ich habe nicht einen einzigen Mitarbeiter entlassen müssen. Wir haben sie alle rübergerettet. Und die haben mir jahrzehntelang die Treue gehalten. Und ich konnte jetzt mal beweisen, dass auf mich auch Verlass ist. Das ist jetzt ja eigentlich Ihr erster Ausflug in die Musik. Ich meine, es ist ja unvergessen, Großmeister der Persiflage auf Panka Maria, Santa Maria. Oder natürlich auch unvergessen mit Helga Feddersen, Die Wanne ist voll. Damit haben Sie es in die ZDR-Fit-Parade geschafft, aber der Dieter Thomas Heck, der war da gar nicht amüsiert so richtig drüber. Das war natürlich so, dass man in der Hitparade damals natürlich immer live auftreten musste, also mit dem, also nicht etwa mindestens Halbplayback. Und wir waren ja beide damals schon die 40 weit überschritten und wären niemals dazu in der Lage gewesen, da so rumzuhampeln, zu tanzen und auch noch live zu singen. Und da haben wir erreicht, dass der Redakteur zustimmte, dass wir auftreten durften. Sehr zum Missfallen von Dieter Thomas Heck, der also dann das moderieren musste und vorne lächelte und hinten mit den Zähnen knirschte. Ja. Frank Sander, Helga Feddersen ist ja für Sie auch eine ganz wichtige Persönlichkeit. Wir beide kennen Sie, das war, das war schon ein Schatz, nicht? Ja, absolut. Absolut. Ich meine, du hast sie, glaube ich, länger gehabt. Nee. Plattenküche war, also so etwa, nicht? Ich glaube, es waren... Wir haben unheimlich viel gemacht. Wir haben Abracadabra zusammen gemacht und viele andere Dinge. Sie war ein... Wir hatten eine Kongruenz in unserer Art, wie wir den Beruf verstehen. Absolut. Und wenn ich morgens mal nach einer langen Nacht ein bisschen verschwiemelt ankam und schlecht gelaunt, sagte sie immer hier, gucke mal hier, hatte Rocko hier mit meinem Bein. Die war super gut drauf. Unheimlich lebendig. Also, und ich kam ja nur als Schlagerfuzzi eigentlich. Und sie stand immer hinter mir, Zander, zu früh, also zu spät. Nicht? Und sie wusste, sie hatte da natürlich das Timing, weil wenn man... wie gesagt, vom Schlager oder vom Lied kommt und dann die ersten Plattenküchenaufnahmen. Aber sie war ein ganz, ganz toller Kumpel. Leider hat sie den falschen Typen erwischt. Ich möchte jetzt nicht mobben, den Herrn an ihrer Seite nachher. Aber ansonsten war das, also Helga war ein Gedicht, weißt du ja selber. Schade, dass Helga, Mensch, schade, dass du nicht mehr dabei bist. Das ist aber schön, dass sie hat es ja zu Recht verdient, dass wir beide noch gut über sie sprechen. Vielleicht hört sie zu. Es gibt ja viele Leute, denen man so nette Danksagungen nicht hinterher schicken kann.